Egal wem ich den Song zeige, ob 2x2 Meter Maschinen oder kleinen süßen Mädchen, jeder feiert ihn. Ich kriege durchgehend nur positives Feedback. Um welchen Song es geht und was ihn so besonders macht in diesem Video. Let's go. Ich bin gerade so aufgestanden, ne? Muss gleich zum Arzt nochmal. Und ich stehe so auf for real. Ich habe ein Album von einem Song. Digga, ich bin aufgestanden. Das hatte ich noch nie. Ich habe ja nicht mal Musik gehört oder so zum Einschlafen. Nix, Digga. Auf einmal. Ja, Digga. Was geht YouTube? Mein Name ist Selma, ich bin Vollzeit-Musikproduzent und seit neuestem schreibe ich auch eigene Songs. Wenn du mich auf dieser Reise unterstützen willst, würde ich mich unfassbar freuen. Wenn du den Kanal abonnierst, dann verpasst du nichts mehr. Ein Like unterstützt mich auch. Wir gehen rein ins Video. Ich mag den Song auch unfassbar gerne, aber dass er so gut ankommt, hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin super gespannt, wie ihr ihn findet und ich hoffe, ihr seid super gespannt, wie der Song klingt. Deswegen würde ich sagen, zeige ich ihn euch jetzt. Angefangen hat alles mit diesem Pad. Fürs Intro spielen wir da noch einen kleinen Bass drunter. Und jetzt kommt schon die erste Sache, für die ich super positives Feedback bekommen habe. Das war gerade legit so ein Moment. Ich habe mich so angehört und die ersten 10 Sekunden dachte ich mir so, oder die ersten 15 so, ja, ist ganz cool. Und dann kam das und ich so, Alter, ich finde sowas sehr nice, ich feiere sowas. Aber was kam dann? Der Bass. Homies, hier sollte eigentlich Vergangenheit selber sprechen, aber jetzt spricht hier Zukunft selber, weil Vergangenheit selber den Clip gelöscht hat. Hä? Ich schicke jetzt den Track an ein paar Homies und bin super gespannt, wie die reagieren. Alright, ich habe die erste Response. Aber ehrlich, auch wenn du das nicht magst, Digga, der Beat ist so geil. Dum, dum, dum. Digga, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber im Hintergrund dieses dum, dum, dum. Digga, so geil, das ist so geisteskrank gut. Okay, ich denke, er meint den Bass. Digga, der Bass ist geisteskrank, Digga, das ist so geil. Woo! Hey, crazy. Okay. Aber wie klingen die Vocals? Ich glaube, ich brauche dich nicht. Red ich mir ein, so alleine roll auf und rauche den Spliff. Komm in den Club, so verzweifelt und geh heute down mit der Chick. Sie sagt, ich sei der eine, doch sie die tausendste Bitch. Doch bin ich ehrlich, such ich Liebe. Lauf jetzt sofort, die Gedanken nehmen ab. Ey, ich bin so happy mit dem Song. Wenn du ihn auch feierst, würde ich mich riesig freuen, wenn du über den Link in der Beschreibung zu dem Streamingdienst deines Vertrauens gehst und den Song dort speichern würdest. Pack ihn in deine Playlist, pump ihn rauf und runter, hilft mir unfassbar weiter. Dankeschön. Hey Friends, ich habe einen Homie, mit dem habe ich früher, boah, die Sonne, super viel Musik gemacht. Die OGs kennen ihn vielleicht noch, Martin aka Echo. Er macht leider keine Musik mehr, aber er hat trotzdem noch super nices Gespür für Musik und einen nicen Geschmack. Deswegen schicke ich ihm meine Tracks super gerne und ich bin gespannt, was er sagt. Jedenfalls habe ich mir das gerade mal reingehört, also wirklich Props. Also so ein Style, Digga, also auch vom Mix her, ist echt geisteskrank. Gefällt mir unnormal. Ist sogar, glaube ich, mittlerweile, ich muss sagen, schon mein Favorite. Das ist richtig geil, auch mit diesem chilligen Beat da so im Hintergrund so. Irgendwie was Eigenes. Also ist echt sehr krass, muss ich ehrlich sagen. Hey Friends, das macht mich so happy, crazy. Ich finde den Track auch nice, aber dass der so gut ankommt, Bro. Okay, wenn ich ehrlich bin, konnte ich mir bei Martin vorstellen, dass er den Track feiert. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt den Härtetest. Und zwar schicke ich den Track einmal an eine Freundin von mir, die Levin Liam und sowas super viel hört, also eher auf einer ganz anderen Wave unterwegs ist. Und an Azur. Azur macht ungefähr so eine Musik. Baby, du bist meine Kippe zum Red Bull. Alle anderen Girls interessieren mich null. Bist wie das Chill zu Netflix. Denn ohne mich geht es echt nicht. Und bist du kalt? Also auch was komplett anderes. Ich bin gespannt, was die sagen und ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Kurzer Input dazu, weil man muss ja auch fair bleiben. Ich höre das halt legit einfach so, weil ich da Bock drauf habe. Ist mir heute über Tag aufgefallen. Ich habe dich halt ein paar Mal gehört. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, oder? Nur so als Response für dich. Für den Track, der, muss ich sagen. Also Stimmlage finde ich sehr nice. Text hat auch was. Ja, Beat.
mal wieder sehr stark geworden. Crazy! Ich hätte nicht gedacht, dass der Song so krass ankommt. Wie gesagt, wenn du ihn auch feierst, Link in der Beschreibung, speichere ihn unbedingt. Vielen, vielen Dank. Aber eine andere Sache, die ich super häufig gefragt werde und wo ich gerade bei dem Song jetzt auch nochmal super positives Feedback bekommen habe, ist mein Mix. Ich bin super happy, dass ich mich von Lichtblick, wo der Mix ja auch schon echt gut war, nochmal extrem verbessern konnte zu diesem Song. Weil das war eine Sache, die mich beim letzten immer ein bisschen genervt hat. Mit dem jetzigen Mix bin ich aber unfassbar happy. Und von euch habe ich auch so gutes Feedback bekommen, so wie von meinen Homies. Und weil euch alle meine Vocal Chain interessiert, stelle ich euch die jetzt zur Verfügung. Alle Ehrenprotz kriegen ein dediziertes Video zur Vocal Chain für den Track. Ich erkläre euch von A bis Z alles, was ihr wissen müsst, um meinen Vocal Sound zu kriegen. Und damit noch nicht genug. Alle Industry Producer kriegen ein Video, wo ich nicht nur die Vocal Chain zeige, sondern auch noch den Beat, wie ich das alles produziert habe, plus Songwriting. Das heißt, ich zeige euch, wie mache ich welche Melodie an welcher Stelle, wie bin ich darauf gekommen und warum habe ich diese gewählt. Also, insane Secret Sauce. Checkt das unbedingt aus. Vielen, vielen Dank, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Jeder Cent fließt in meinen Traum. Ich küsse eure Herzen und ganz viel Spaß damit. Happy Selma, oh, das war's mit dem Video. Denkt unbedingt daran, den Song zu speichern. Und jetzt habe ich noch zwei Sachen für euch. Einmal, wenn ihr den ganzen Song hören wollt und mich dazu auch noch nice performen sehen wollt, hier das Performance-Video. Checkt das unbedingt aus. Ist super cool geworden. Dann habe ich noch ein weiteres Video, wo es darum geht, wie schwer es war, den Song fertig zu machen. Warum das generell so hart ist, also super geiles Video, beide richtig cool. Such dir eins aus, viel Spaß damit. Danke, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ab jetzt gibt es häufig zwei Videos die Woche. Ich hoffe, ihr seid hyped. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.